Servus, also ja, wir haben die erste Halbzeit haben wir eigentlich ganz gut begonnen. Das Spiel auch an sich war in Ordnung. Nur wir haben leider phasenweise zu viele Fehler gemacht. Lagen mit 3 Toren in Front, haben aber den Gegner selber aufgrund von eigenen technischen Fehlern wieder reingemacht. Ja, und zur zweiten Halbzeit, muss man sagen, kamen wir irgendwie nie ins Spiel. Wir haben einfach, sind von Fehler zu Fehler ins Spiel gegangen und konnten uns nicht mehr rausziehen. Oberursel hat das Spiel fair gewonnen, auch in der Höhe, muss man ganz klar sagen, weil sie einfach die clevere Mannschaft waren und weniger Fehler gemacht haben als wir. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt gegen Hoch am Wicke ein anderes Gesicht zeigen. Eigentlich unser eigenes Gesicht, das Kämpferische, was wir eigentlich haben. Und damit mit einem anderen Gesicht auftreten. So wie in der ersten Halbzeit, was in Ordnung war. Und die zweite Halbzeit müssen wir einfach.